Taschen, ich bin's, Speedtight und ihr guckt Punchline Quiz. So, das Flashback Punchline Quiz, heute mit Speedtight. Tag schön. Alles klar? Ja. Ich bin ganz aufgeregt und gespannt. Ja, brauchst du. Ja, vielleicht brauchst du es ein bisschen, vielleicht auch nicht. Ich kann es noch nicht genau einschätzen. Ja, Hauptsache, es ist keine Sidoline dabei, weil wenn ich die verkacke, dann wird es peinlich. Ich kann dazu noch nichts sagen. Erste Line. Ein Sticky und eine Glatze ist mein Markenzeichen. Bleib real zu der Crew und auch in harten Zeiten. Sticky und Glatze würde ich jetzt. Achso, ich krieg ja noch Antworten. Du kriegst noch, kannst natürlich es auch ohne versuchen. Aber ich kann ja schon mal eine Prognose abgeben. Ja. Glatze und Sticky hört sich an wie Plusmacher, aber es wäre kein Sticky bei Plusmacher. Mal kicken, was gibt's denn? Es gibt Gorilla, MC Boogie oder Oli Banjo. Dann ist es Boogie. Ja, sehr gut. Ja, Banjo ist jetzt auch nicht so der Sticky-Mensch. Nee, nicht wirklich. Aber Boogie eigentlich auch nicht. Ja, so der Bombenmensch. Scheint. Ja, stimmt. Okay. Eigentlich schon. Sehr gut. Zweite Line. Türsteher hält uns auf und ich frage, was denn? Er sagt zu mir, was hast du in den Taschen? Ich grinse durch die Maske und antworte, Waffen. Okay. Sido, 18 Karat oder Blockmonster? Sido sagt eigentlich nichts mit Waffen. Ich mach mal Ausschlussverfahren. Blockmonster könnte sein. Aber ich tippe auf 18 Karat. Blockmonster. Fuck. Ist auch peinlich. Macht nix. Dritte Line. Ute liest mir aus der Juice vor, was machen meine Feinde, zerfleischen sich selbst, ausgezeichnet, ich döse ein bisschen und werde gestreichelt. Noch nie gehört, aber so. Orgi, Frauenarzt oder Ryman Simon? Ryman Simon? Ja, sehr gut. Ja. Das ist der Lasst uns chillen Song mit Orgi. Ah, okay. Ich glaube, den hat er sogar live performt auf meinem Geburtstagsflash. Ja, das ist ein, auf jeden Fall. Jetzt, wo du es sagst, kommt der mir doch bekannt vor. Auf jeden Fall einer der größeren Hits, ja. Sehr gut. Vierte Line. Zieh weg oder rauch mit. Zieh doch weg, wenn es zu laut ist. Kein Wunder, wenn du drauf bist. Hier hat der Teufel seinen Hauptsitz. Sauf mit. Mach One, UFO oder Juju? Mach One. Nee. Nein? Juju. Echt? Mhm. Fuck. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das war ein bisschen gemein, ne? Hört sich eher nach Mach One an, finde ich. Ja. Okay, du hast jetzt, du bist so immer so ein abwechselnd, ne? Mal richtig, mal falsch. Auch nicht schlecht. Immerhin. Besser als ich dachte bis jetzt. Fünfte Line. Wir sind alle high, zocken PlayStation 3. Ich frag, wer hat Haze dabei? Tony D, Plusmacher oder Harris? Ich schwanke zwischen Tony D und Harris. PlayStation 3 muss ein altes Ding sein. Ich glaube, da war Plusmacher noch nicht am Start. Oder? Liege ich ganz falsch? Das ist gut geschlussfolgert, ja. Dann ist es Harris. Nein. Ah! Es ist Tony D. Doch, Tony. Ach, fuck. Nicht schlimm. Zwei hast du jetzt, ne? Gut. Zweite Hälfte. Sechste Line. Hilfe erwarten brauchst du nicht mit schwarzen Haaren. Ich erzähle keine Story, denn ich hab's es selbst erfahren. Ist das Megalo, Haftbefehl oder Smokey? Boah, der ist fies. Mhm. Haftbefehl hat ja gar keine Haare. Doch, er hat wieder Haare, ne? Hat er eine Zeit? Ja, er hat wieder Haare. Ich denke, es ist Smokey. Ja, es ist keine Polizei von Smokey. Sehr gut. Jawohl. Ich hol wieder auf. Ich bin wieder bei 50-50. Okay, siebte Line. Mallorca-Rapper chillen am Pool mit Kai Perinha und später geht's ab. Alle zur Strandbar. Chorus 86, MC Bomber oder Money Mark? Ich glaube Money Mark. Das ist richtig. Was? Das ist ja. Von dem großartigen Sexurlaub-Tape. Herrlich. Habe ich auch sofort rausgehört irgendwie. Sehr gut, sehr gut.
Dann hast du jetzt 4. Jetzt kannst du noch 3 machen, dann hast du 7, dann ist gut. Wäre gut. Mal kicken, wa? Mal abwarten. 8. Line. Aufgewachsen im Drecks Kieler Viertel, Mama zog mich auf mit einem Nietengürtel. Jizzes, Cora E. oder Schwester Eva? Kiel, ich weiß gar nicht, wer aus Kiel kommt von denen. Also Jizzes wahrscheinlich nicht. Das ist richtig. Cora E. Doch, die anderen beiden kommen auf kommen jeden Fall. Kommen beide aus Kiel. Kommen beide aus Kiel. Aber es ist nicht von Schlüsselkind, oder? Von Cora? Ah. Ja. Ich sag mal Cora E. Nee. Schwester? War es doch die Schwester. Verdammt. Ja, Schlüsselkind war noch ohne Doppelreime. Ja, das habe ich lange nicht mehr gehört. Das Ding. Hätte ja sein können, dass sie schon so weit war damals. 9. Line. An manchen Tagen reicht die Power nicht zum Aufstehen, doch die Dranbleiberei, die dauert bis zum Draufgehen. Dranbleiberei, okay. Ja. Dendemann, Casper oder Materia? Hätte ich von allen drei nicht so eine Line erwartet. Dranbleiberei hört sich gar nicht nach denen an. Das Wort. Verdammt. Ich muss blind raten. Materia? Leider nicht. Casper war es. Auch nicht. Dendemann. Verflixt. Vom neuen Album, ja. Ach, vom neuen, das habe ich noch nicht gehört. Ja. Deswegen. Scheiße. Okay, du bist, glaube ich, noch bei 4, ne? Wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Wenn du jetzt schon die letzte machst. Dann immerhin, ne? Dann schauen wir mal. Hast du 5, dann ist okay. 10. Line. Der Mann hat den Freak in mir durchschaut. Wenn wir Hunger hatten, ist er losgegangen. Nee, Siggi. Gut. Ich hatte schon Angst. Nein, die kenne ich. Ja. Sehr gut. Das war dann, ja. Sehr gut. 5 von 10. Ist immerhin, ich habe mit machbar. 2 oder 3 gerechnet. Gut, abwechslungsreich. Immer mal richtig, mal falsch. Schön, ja, aber auch schöne Lines gewesen. Auch danke. Überraschende Lines tatsächlich. Ja, ist ein bisschen, also nicht so offensichtlich gewesen, das stimmt schon. Aber ja, sehr gut gemeistert. Danke sehr. Danke dir.